Anfangsphase Karlsruhe sofort unter Druck und im Stress. Freiburg legt los mit Daniel Caligiuri, mit Jan Rosenthal und mit Schmid, Jonathan Schmid. Da ist es schon passiert. Die zweite Minute mit dem allerersten Angriff, die Führung für Freiburg. Was für ein Fehlstart für den KSC, vor allem für den Torhüter. Dirk Orlishausen durch die Beine, den muss er abwehren. Der Torschütze, Jonathan Schmid, vorher nicht im Abseits. Karlsruhes Coach Markus Kautschinski, seine Taktik für 90 Minuten, nach nicht mal 90 Sekunden, schon wieder hinfällig. Aber der KSC braucht nicht lange, um mit dem Rückstand klarzukommen. Ab jetzt mischt auch Karlsruhe hier vernünftig mit. Rufen Hennings. Und da ist Hakan Çalhanoğlu. Die sechste Minute, das war kein guter erster Kontakt von Çalhanoğlu, zu weit vorgelegt. Çalhanoğlu's absolute Lieblingsbeschäftigung sind Freistöße. Und den ersten für heute bringt er hier. Und den bringt er perfekt für Gordon Baumann. Und nochmal Gordon gegen Macchiari. Stürmerfoul, abgepfiffen. Karlsruhe hat viele großgewachsene Spieler, ist enorm kopfballstark. Und Hakan Çalhanoğlu? Nach jedem Training legt er eine Extraschicht in Sachen Freistöße ein. Die Freiburger scheinen zu vergessen, dass sie hier nur mit 1-0 führen. Das ist nun zu wenig vom Favoriten. Voller Leidenschaft dagegen der KSC. Balleroberung da von Hennings. Und jetzt ist es auch für Hennings. Ruben Hennings, Viertelstunde vorbei. Hennings gegen Baumann. Hat er noch die Kraft? Hennings! Freiburg kommt nicht zur Ruhe, aber Hennings auch nicht zum Ausgleich. Beim Sport über den halben Platz hatte Hennings viel Zeit zum Nachdenken. Er hätte viel früher nach innen ziehen müssen. Karlsruhe steht tief, wartet geduldig darauf, Freiburg den Ball abzujagen. Schuster, nächster Fehlpass, Çalhanoğlu dazwischen. Schuster holt ihn sich wieder. Julian Schuster. Und ganz hinten ist Caligiuri. Caligiuri! 25. Minute, zum ersten Mal seit dem Führungstreffer Freiburg wieder vorne. Dirk Orlishausen hat bislang nur einen einzigen Ball aufs Tor bekommen. In diesem Fall klärt Klingmann für ihn. Freiburg hat eine überragende Hinrunde hinter sich. Und je länger das Spiel dauert, desto mehr erinnert Freiburg auch wieder daran. Hedenstadt, Jan Rosenthal und Macchiadi gegen Orlishausen. Dirk Orlishausen darf endlich zeigen, dass er kein Schlechter ist. Dann ist Halbzeit. Freiburgs Christian Streich war schon mal als Trainer im DFB-Pokalfinale. 2006 gewann er mit der Freiburger A-Jugend im Endspiel gegen den KSC, gegen den damaligen Nachwuchscoach Markus Kautschinski. Die zweite Hälfte. Beide Mannschaften sind durchaus ähnlich ausgerichtet. Beide versuchen frech und schnell zu spielen. Und das gelingt dem KSC nun immer besser. Peitz und Platz da für Hennings. Wieder ist es Hennings. Und wieder wird nichts draus. Diesmal hat Hedenstadt gestört. Ruven Hennings, bislang viel Frust vom frohen Fest. Der KSC ist für Freiburg nun endgültig der befürchtete Angstgegner. Wieder Çalhanoğlu als Ballräuber. Freiburg eingeschüchtert. Van der Biesen und Ruven Hennings. Volles Risiko, voll daneben, 53. Minute. Ruven Hennings, seine vergebenen Chancen sind der Running Gag dieses Spiels. Der KSC wird weiter angetrieben von seinem Jüngsten, vom 18-jährigen Hakan Çalhanoğlu. Immer wieder sind es diese Langstreckenpässe, die Freiburg nerven. Das ist Van der Biesen. Van der Biesen kommt nicht durch. Hennings wäre in der Mitte völlig frei gewesen. Die nächste Möglichkeit vernichtet die Reaktion der Trainer. Von Freiburg kommt nicht mehr viel. Bereits die Schlussphase. Ecke, Çalhanoğlu. 77. Minute, Danny Blum. Und war da vorher ein Foul? Wir drücken den Zeitlupenknopf. Dian hält Mauersberger für mich ein Elfmeter. Weiter geht's. Gleich die nächste Ecke von Çalhanoğlu. Gegen diese Eckstöße hat Freiburg kein Mittel. Peitz. Es ist eng, es ist spannend, es ist aufregend. Peitz wollte dafür wieder einen Eckstoß haben, kriegt er nicht.
Freiburg nur noch konzentriert auf Konter. Karlsruhe hat die eigene Abwehr aufgelöst. Fehler von Gordon. Und da ist der Konter für Freiburg. Überzahlspiel. Caligiuri gegen Gordon. Nicht gepfiffen von Schiedsrichter Dr. Drees. Weiterspielen. Eine Fehlentscheidung. Denn Gordon macht den Schritt zur Seite. Das ist ein Foul. Das hätte Freistoß für Freiburg geben müssen. Stattdessen muss Christian Streich auf die Tribüne. Platzverweis wegen Meckerns. 4 Minuten Nachspielzeit. Ein Zweiklassenunterschied war das heute nicht. Karlsruhe hätte sich den Ausgleich verdient. Freiburg passt nicht auf. Der eingewechselte, schnelle Danny Blum. Und erneut ist da Hennings, Rufen Hennings. Christian Streich inmitten von KSC-Fans. Das Leiden bei den anderen. Hennings, 5. persönlich vertane Möglichkeit. Und immer noch kein Abpfiff. Beim KSC auch Torwart Orleshausen nun mit vorne im Angriff. Van der Biesen und Baumann. Karlsruhe tapfer, aber torlos. Und dann ist Streichs Tribünenauftritt auch beendet. Das war's. Freiburg müht sich, zittert sich. Zum 1-0-Sieg in Karlsruhe ist damit eine Runde weiter.